Nach der Zufriedenheit mit der Arbeit von Angela Merkel gefragt, antworteten nur 43% der befragten Bayern, sie seien zufrieden. Laut Forsa gaben 61% der befragten an, weniger zufrieden oder unzufrieden mit dem bisherigen Auftreten des Ministers zu sein. Mehrheitlich zufrieden mit Seehofers Arbeit sind lediglich die Anhänger von CSU, 55%, und AfD, 61%. Der Koalitionspartner SPD, der vergangene Woche auf 16% abgesagt war, gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und kommt nun auf 17%. Parteichefin Andrea Nahles hatte zuvor den CSU-Innenminister Horst Seehofer mit ungewöhnlich scharfen Worten kritisiert und sich damit im Asylstreit erstmals klar positioniert. Nur 15% der Befragten könnten sich die SPD-Politikerin anstelle von Angela Merkel, 46%, an der Spitze der Regierung vorstellen. Für Finanzminister Olaf Scholz als SPD-Kanzler könnten sich immerhin noch 22% der Befragten erwärmen. Merkel käme in diesem Duell nur noch auf 42%. Auch Linke und Grüne warfen Innenminister Seehofer zuletzt vor, mit dem Asylstreit Wahlkampf zu betreiben. Während die Grünen auf Bundesebene aber einen Prozentpunkt verlieren und nun auf 13% kommen, gewinnt die Linke leicht hinzu und steht bei 10%. Die Liberalen verlieren im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls. Sie kommen nun noch auf 9%. Für die Opposition sind das schwierige Zeiten, denn die Regierung selbst ist sich Opposition genug, hat der FDP-Chef Lindner zum unionsinternen Krach erklärt. Tatsächlich macht sich der Asylstreit für die CSU derzeit kaum bezahlt. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre, kämen die Christsozialen laut Forsa auf 40% der Stimmen, das sind 7,7 Prozentpunkte weniger als 2013. Von einer absoluten Mehrheit ist die CSU also auch unter Ministerpräsident Markus Söder derzeit weit entfernt. Bezeichnend ist, dass die AfD-Anhänger in Bayern mit 67% zufriedener mit der bisherigen Arbeit Söders sind als die CSU-Anhänger, 56%. Die Anhänger der anderen Parteien sind in der Mehrheit eher unzufrieden mit ihrem Ministerpräsidenten. Gleiches gilt allerdings auch für die Kanzlerin. Söder kommt im Vergleich nur auf 38%. Noch weniger Zustimmung erfährt Seehofer als Bundesinnenminister. Quelle, NTV.de. Die Fronten im Asylstreit sind verhärtet. CDU und CSU stehen sich unversöhnlich gegenüber. Das hilft in erster Linie der AfD, die in der aktuellen Forsa-Umfrage ihren Höchststand aus der Vorwoche verteidigt. In der Wählergunst zu liegen kann aber auch die SPD. Vom unionsinternen Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze profitiert vor allem eine Partei, die AfD. Laut dem aktuellen RTL-NTV-Trendbarometer vom Umfrageinstitut Forsa rangieren die Rechtspopulisten die zweite Woche in Folge auf einem Rekordhaus von 15%. Seit der Bundestagswahl im vergangenen September konnten sie 2,4 Prozentpunkte hinzugewinnen. Das ist nahezu exakt der Wert, den die Union seit der Wahl verloren hat, minus 2,9%. Die zerstrittene CDU-CSU kommt weiterhin nur noch auf 30%. Sie sei nicht bereit, diese Mätzchen noch weiter mitzumachen, sagten Nahles am Donnerstagabend in der ARD. Im potenziellen Kanzlerinnen-Duell sehen die Bundesbürger Nahles dennoch eher nicht.